Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Videoeinführung in das Stück »Die Gerechten« von Albert Camus. Mein Name ist Barbara Noth, ich bin Dramaturgin und ich habe dieses Stück in den Vorbereitungen und auch in den Proben begleitet. Wir befinden uns hier auf der großen Probebühne des Schauspielhauses am Gründgensplatz. Hier haben wir 7 Wochen, bevor wir dann auf die Bühne gingen mit unserem Stück, geprobt, gearbeitet, das heißt der Regisseur Michael Gruner mit den 8 Schauspielern. Albert Camus schrieb das Stück »Die Gerechten« im Jahr 1949. Er bezog sich jedoch auf historische Ereignisse des Jahres 1905, nämlich auf einen Anschlag einer revolutionären Terrorzelle auf den Großfürsten Sergei, einen Onkel des Zaren. Das Ganze fand also in Moskau statt, in angespannten, vorrevolutionären Situationen. Es geht in dem Stück darum, ob bei einem Anschlag auf einen Gewaltherrscher zivile Opfer gerechtfertigt sind. Oder man könnte es auch umgekehrt formulieren, welche Idee, welche Ideologie ist so groß und gut, dass sie ein Menschenleben, das Opfer eines Menschenlebens, auch nur eines Menschenlebens rechtfertigen würde. Albert Camus zoomt uns dabei sehr eng an die 5 Terroristen heran, denen er auch teilweise ihre historischen Namen belässt. Also Ivan Kaljajew, der Poet als Terrorist, hieß also auch historisch Ivan Kaljajew und hat den Anschlag auf den Großfürsten Sergei eben 1905 ausgeübt. Diese 5 Terroristen operieren im Geheimen und plane den Anschlag. Die ganze Aktion kommt in Stocken in dem Moment, als Kinder in der Kutsche des Großfürsten sitzen und Ivan Kaljajew die Bombe nicht wirft. Daraufhin entspinnt sich eine Diskussion zwischen den Terroristen, was man denn jetzt tun soll. Und es wird dann entschieden, tatsächlich, Ivan Kaljajew soll das Attentat wiederholen, aber nur, wenn keine Kinder in der Kutsche sitzen. Das heißt, in diesem Fall wird das Menschenleben vor allen Dingen von Unschuldigen, von Kindern, höher angerechnet als die Vollbringung der Tat. Das geschieht dann auch, der Großfürst stirbt, Ivan Kaljajew kommt ins Gefängnis und wird hingerichtet. Und ein zweiter Diskussionsstrang dieses Stückes ist es, zu überprüfen, inwieweit die Tat, ein Mordanschlag auf einen Menschen, gesühnt werden kann und wodurch. Denn es gibt in diesem Stück den Gedanken eines Schuldausgleichs, also dass der Terrorist, indem er sein Leben hingibt, die Tat ausgleicht. Mehr noch, wenn er es auf sich nimmt, gefangen zu werden, im Gefängnis zu sitzen, auf seine Hinrichtung zu warten und dann hingerichtet zu werden, ist die Tat sogar überzahlt. Das heißt, aus einem Mörder wird ein Gerechter. Das ist erstmal ein Gedanke, der ist uns ziemlich fremd, der Gedanke dieses Schuldausgleichs. Letztendlich fokussiert sich Albert Camus jedoch auf die moralische Frage, was ist ein einzelnes Menschenleben wert? Und diese Frage stellt er im Jahr 1949 natürlich noch einmal vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, der Resistance, der deutschen Besetzung in Frankreich. Und er stellt es natürlich auch angesichts der Auseinandersetzungen in der linken Bewegung um Stalinismus, Schauprozesse, Arbeitslager, Massenmord. Und er setzte sich, Albert Camus, damit auch in Opposition zu eher fundamentalistischen linken Positionen, der Art, dass gesagt wird, na gut, für das revolutionäre Ziel müssen wir eben bestimmte Opfer bringen. Und um den Traum zu verwirklichen, dass die Menschheit frei, gerecht lebt und alle Brot haben, ist es manchmal auch nötig, Menschen umzubringen. Hinter diese Position setzt Albert Camus ein großes Fragezeichen. Albert Camus, der 2013 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, hat in seinem Werdegang, er ist ja in Algerien geboren, sich immer stärker mit politischen und auch moralischen Fragen auseinandergesetzt. So hat er sich zum Beispiel
So hat er sich beispielsweise mit dem Problem der Todesstrafe, mit dem Problem des Selbstmordes beschäftigt oder eben wie auch in den Gerechten mit dem politischen Mord. Er trat 1934 der Kommunistischen Partei Algeriens bei, wurde aber 1937 schon wieder ausgeschlossen und 1940 siedelte er endgültig von Algerien nach Paris über. In Paris schloss er sich der Widerstandsbewegung, der Résistance an, allerdings eher in einer intellektuellen Art und Weise. Er arbeitete für die Widerstandszeitschrift Combat. Seine Romane Der Fremde und die Pest waren bereits erschienen. Das heißt, Albert Camus war in Frankreich, ja auch schon in ganz Europa, ein gefeierter Schriftsteller. Als er 1949 dann das Stück Die Gerechten herausbrachte und 1951 sein Werk Der Mensch in der Revolte schrieb. In beiden Texten setzt er sich mit diesen moralischen Reflexionen auseinander. Jean-Paul Sartre und sein Kreis hat Albert Camus extrem kritisiert dafür, dass er eben eine Position der Verantwortlichkeit und der moralischen Reflexion eingenommen hat. Und Albert Camus wurde, so kann man das vielleicht formulieren, exkommuniziert aus dem Kreis der ernstzunehmenden Denker. Wir müssen uns nun 2014 die Frage vorlegen, was erzählt uns dieses Stück? Was erzählt uns diese moralische Debatte heute? Was ist eigentlich ein Menschenleben in unserer Gesellschaft wert? Und wir betrachten diesen Diskurs, den Camus 1949 angezettelt hat, im Hinblick auf die Ereignisse in Russland 1905, mit einer gewissen Distanz und auch mit einem Fragezeichen. Der Abend soll den Zuschauer, das ist durchaus bewusst, auch in einer Ratlosigkeit zurücklassen. Und weil es diese Distanz und dieses Fragezeichen gibt, werden bei uns die jungen Revolutionäre von älteren Schauspielern gespielt. Die Alten gucken also zurück und springen auch gleichzeitig hinein in die Situation, wo sie Heißsporne sind, die für etwas kämpfen, die ihr Leben riskieren, die lieben, die Freunde sind. Und in der Inszenierung gibt es aber immer wieder Momente des Innehaltens, der Reflexion, der Erinnerung, auch der fast der Traurigkeit und der Melancholie. Und es wird dadurch auch die Möglichkeit theatraler Darstellung selbst in Frage gestellt. Also so etwas, was Camus als eine Art Freiheitspathos auch in Sprache gießt, das wird abgeklopft. Inwieweit kann man solche pathetischen Sätze und auch sehr poetischen Sätze auf der Bühne noch sagen? Manchmal zeigt die Inszenierung auch augenzwinkernd einen pathetisches, sogenanntes altes Theater. Inszeniert hat Michael Gruner, dem Düsseldorfer Schauspielhaus, auch bekannt durch Inszenierungen aus den 70er Jahren, wie beispielsweise Calderón de la Barcas Das Leben, ein Traum, das auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Die Bühne entwarf Michael Siborok-Serafimowitsch und die Kostüme stammen von Gabriele Sterz. Das Spielensemble und der Regisseur hatten eine Wiederbegegnung sozusagen. Da unsere Schauspieler, die Terroristen, ja ältere Kollegen sind, gab es sozusagen eine Menge zu erzählen, auch in den Proben über die alten Zeiten. Und natürlich kann man auch sagen, dass die Gerechten eine Reflexion sein könnten der damaligen 68er-Generation auf das, was zu diesen revolutionären Zeiten in den 60er Jahren stattgefunden hat. Auch dazu nimmt man ja heute eine Position der Distanz ein. Ja, mit diesen Gedanken möchte ich Sie einladen, die Vorstellung zu sehen, zu besuchen und wünsche Ihnen einen anregenden Abend, der Fragen stellt und der weitere Diskussionen hervorruft. Herzlichen Dank.